Ja, wie wir mit Freude umgehen, wie wir sie erleben, wo wir sie finden. Ob wir offene Augen für Freude haben oder immer eher das Gegenteil sehen, nämlich Kritik, Fehlerhaftigkeit, Dinge, die wir negativ be- oder verurteilen. Kann man als erstes einmal schauen. Mit der Freude ist nämlich so eine Sache. Irgendjemand von diesen gescheiten Leuten hat mal gesagt, es geht nicht so sehr darum, um Freude allgemein, sondern um Freude zu sehen. Um zu sehen, woran man sich freuen kann. Darum geht es ja. Es sind ja immer Möglichkeiten da, aber wenn wir uns die Augen verschließen, dann sehen wir sie halt nicht. Und als erstes finde ich einmal schon sehr freudig zu sehen, dass aus dieser Karma-Lehre heraus wir selbst können unser Leben gestalten. Können doch eine Freude sein. Ich bin nicht abhängig von anderen, ich kann es selbst machen. Trotz der großen Gesetze, gegen die ich ja nicht gegen ankomme. Veränderung, Anicca, Leidhaftigkeit, Unvollkommenheit, Substanzlosigkeit. Aber ich kann auch damit umgehen lernen, nämlich mich die richtige Einstellung dazu bekommen. Es ist eine Freude, dass man weiß, ich bin nicht Opfer der Umstände, des Lebens, auch nicht mal der großen universellen Gesetze. Dann das Karma selber, die Freude, dass man sich entscheiden kann, ob man Heilsames tut oder lässt. Heilsam, unheilsam. Tat, Folge. Ich weiß, wenn ich das tue, und manches ist natürlich gemischt, ich möchte es gern, ich glaube, das tut mir wirklich wohl, das und das, aber da ist so ein Haken dran, ja, der ist nicht ganz heilsam. Kommt öfter vor. Dieser Haken, der einen dann so bezweifeln lässt, ob es überhaupt noch heilsam ist. Und da wäre gut, sich wirklich dazu bekennen, daraus können Konsequenzen kommen. Bin ich bereit, die anzunehmen? Darum geht es ja. Nie mehr sagen, ah, da ist ja was dazwischen gekommen und wie schrecklich. Ich habe mich entschieden für etwas, was ich meine, was im Großen und Ganzen gut ist, wo aber auch Schwierigkeiten aufkommen können. Die Sila, die Ethik, kann insofern einem auch eine gewisse Freude bereiten, dass man mehr Sicherheit bekommt. Ich weiß, woran ich mich halten kann. Man wird oft unsicher im Leben, man weiß nicht recht. Und wenn man dann eine Richtschnur hat, ist das eine große Hilfe. Ethik ist ja nur eins von der Lehre, aber die anderen, die acht Möglichkeiten oder acht Stufen des edlen achtfachen Pfades, ist eine wunderbare Richtschnur. Oder wenn wir Christen sind, natürlich die Worte Jesu, eine Richtschnur. Heilslehrer geben uns eine Richtung an, können uns den Weg zeigen. Und das ist, wenn wir uns daran halten wollen, eine große Sicherheit und eine Freude. Der Lehrer gibt nur den Weg an, den müssen wir ja sowieso selber. Da kann man nur sich Hilfen suchen in der Gemeinschaft und ja, was es alle, heute auch technisch alles möglich ist. Gibt ja vielerlei. Bei unserer Arbeit. Wir meinen immer so verbissen oft arbeiten zu müssen, weil wir etwas fertig bekommen müssen, weil wir unter Druck stehen, weil wir zu viel Termine oder zu viel uns aufgehalst haben oder aufgehalst bekommen haben. Da ist immer wieder dieser Druck und dann wird es
mit der Einstellung unheilsam. Da werden wir nervös, rastlos, fühlen uns bedrängt und denken immer an die Erledigung. Achtsamkeit zur Arbeit. Achtsam, einen Schritt nach dem anderen. Es muss gar nicht viel langsamer gehen, darum geht es gar nicht. Sondern wissen, das tue ich jetzt, im gegenwärtigen Augenblick. Dann bringt die Arbeit Freude. Dann ist es nicht mehr der Druck, weil man im Jetzt voll dabei ist. Was ganz anderes, als wenn man immer nur denkt, kriege ich das hoffentlich nur fertig und was sagt mein Chef dazu und was weiß ich. Es erleichtert und erfreut auch jede Arbeit, wie ich schon sagte, dass man gegenwärtig dabei ist und wie es empfohlen wird, nicht an das Resultat zu denken. Das Ziel hat man vorher im Auge. Man plant, hat ein Ziel davor. Man plant die Schritte, was man tun muss. Und dann weg vom Ziel, weg von den Schritten, sondern einen nach dem anderen nur durchführen. Und dabei sein. Und mit dieser gegenwärtigen Kraft, die man dann hat, geht es leichter und bringt mehr Freude. Man ist hinterher nicht ausgelaugt. Die Freude bei der Arbeit, achtsam zu sein und gegenwärtig, ist im Grunde wieder die Satipatthana drin. Eine andere Art von Freude gibt es auch. Meistens arbeiten wir ja mit Menschen zusammen oder in Kontakt mit Menschen oder telefonieren oder Mitarbeiter, Untergebene oder was das immer ist. Zumindest sind es Menschen in irgendeiner Form. Und dass wir da etwas von Metta mit einfließen lassen. Freundlichkeit, Geduld, Freude, wenn jemand etwas Gutes bringt, Gutes kann und die Gelassenheit. Und die Übung, die wir eben machten da draußen, könnte man auch eine Gelassenheitsübung nennen. Ich bin da, das Leben mit all seinen Unruhen und auch Negativitäten, die wir hier meistens so ansehen, Autoverkehr und dies und das. Es muss mich nicht so berühren. Und in der Gelassenheit steckt nämlich auch die Freude drin. Dies innerlich bei sich sein können, ist eine Form von Freude. Keine, wer weiß, hochfliegende, aber es ist eine Form von Freude. Sonst wäre es keine wirkliche Gelassenheit. Ja, man kann ja auch nach Möglichkeit ein bisschen Humor reinbringen. Ich denke an so kleine Witze. Irgendwo kann man ja auch mal sehen, dass es nicht ganz so ernst ist und lacht über sich selbst, was man da schon wieder so wichtig nimmt, so schrecklich wichtig. Und wenn man dann das Nicht-Ich so mal so nichts sagt, also sagen wir mal, was machst du da eigentlich daran? Was machst du dir da vor? Da kann man doch mal so grinsen, da kann man doch sagen, na, schon wieder drin in dieser Falle. Ja, dann ist natürlich eine Freude und Erleichterung mit dem, ich nenne es vielleicht mal Besinnungsstopp, Atemstopp, diese drei Atemzüge. Und man sollte sich da möglichst irgendein Aufhänger dafür verschaffen, ein Symbol, irgendwas aufmalen oder was hinstellen, egal was. Aber das weiß ich und das steht dort, wo ich immer vorbeikomme, manchmal in der Küche, der andere im Büro und was weiß ich wo. Aha. Oder am Telefon, wenn ich oft telefoniere. Und da sagt der Tietzschner dann was ganz Schönes. Dreimal läuten lassen. Alles hinlegen, was man vorher gerade gehabt hat. Dreimal läuten heißt der erste Atemzug, der zweite Atemzug, der dritte Atemzug. Jetzt Telefonhörer. Da hat man schon diese Besinnungsphase ganz deutlich eingebracht. Und das kann einem doch niemand übel nehmen, dass es dreimal läutet, ehe man abhebt.
Ich finde das eine sehr gute Form, damit umzugehen. Und dann ist man auch nicht mehr so aufgeregt, dass man sich schon ärgert, schon wieder ruft einer an. Ich habe ja vorher was Schönes gehabt. Kann mir doch gar nicht schlecht gehen. Und dann natürlich auch sich selbst immer mal die Gelegenheiten suchen, woran man sich richtig freut. Und die auch durchführen. Ob man jetzt einmal spazieren geht oder sich mit Freunden trifft oder ins Kaffeehaus geht oder oder eine schöne Musik anhört. Also richtig auch die Freude ein bisschen kultivieren. Früher war es ja so, ich weiß nicht, das ist bei vielen Leuten wahrscheinlich heute noch so, aber in meiner Umgebung ist es ein bisschen schwach geworden damit, dass man so richtige Feiern so gerne machte. Es waren Feiern da. Man feierte viel. Man lud ein und feierte. Und dann wurde alles besonders schön hergerichtet und so und Essen schön, aber auch irgendwas Schönes. Und das war ein richtiger Anlass zur Freude. Und wenn ich das jetzt merke, gibt es immer sofort da viel Hektik dabei. Und so ein Grill und so, ne? Nun ja, kriegt das alles fertig und so, da laufen sie alle sofort hin und her. Macht auch Spaß, natürlich macht das Spaß, ne? Aber schaut mal so ein bisschen mehr, so auch was Ruhiges reinkriegen, was ein bisschen so eine Spur von Feierlichkeit, vielleicht ist das auch ganz schön. Denn bei Tisch musste man sich natürlich ein bisschen gut benehmen dann, was ja so für Kinder nicht so ganz einfach war. Aber es war irgendwo so, man fühlte sich ja so gehoben. Ne? Und mit meinen Enkelkindern mache ich das, also die eigentlich nichts von guten Tischmanieren kennen. Absolut nichts. Und dann dachte ich, so möchte ich das ja auch nicht. Ne? Und dann sage ich, wollen wir jetzt wie eine Prinzessin, Mädchen, wie Prinzessinnen da sein? Wie Prinzessinnen essen, wie Prinzessinnen da sitzen und ganz elegant essen. Und dann habe ich ihnen das so vorgemacht, wie Prinzessin oder Straßenkind. So, nicht? Und dann haben wir das so mal richtig mal durchexerziert. Na, die haben gesessen wie die Prinzessinnen. Wollen sie nicht entgehen lassen, Prinzessin zu sein. Es war eine große Freude. Ich bin Prinzessin, ich mach's elegant. Na, also, aber feiern ist was Wichtiges und Gutes. Und jede Gelegenheit wirklich zu nutzen fürs Feiern und eben Freunde dazu einladen. Und da ist es auch sehr ratsam, was der Buddha sagt, dass man sich seine Freunde aussucht. Denn wenn man da so Freunde hat, die sich so gern betrinken, dann ist es bald mit der Feier nicht mehr so günstig. Ja, ich meine, das gibt es ja. Ich meine, am Anfang hat man auch, wir gehen aus und wir wird so richtig mal auf die Pauke hauen, richtig mal so, also alles machen. Ja, das sieht am Anfang schön aus und das Ende ist meistens gar nicht mehr so schön. Also schon ein bisschen schauen, das tun wir ja, weil alle. Und da müssen wir manche auch mal ein bisschen lassen. Da hilft es nichts. Und zuerst, wenn man das so sieht, und ich habe noch meinen Freundeskreis, ja, mit denen, aber die Frauen, die sprechen dann immer über Mode oder was weiß ich, oder ihre Kinder. Und ist ja richtig, ist ja auch nichts dabei. Aber will ich dann nur drüber sprechen? Das ist dann die Frage. Kann ich mit denen noch was anderes reden? Und Männer, wenn es über Fußball geht, alle begeistert. Die meisten wenigstens, die meisten. Oder in Brasilien war Fußball, Geld und Frauen. Das war Männerthema. Das war Männerthema. Bei Frauenthema war Kinder, Haushalt, hübsch anziehen. Das waren Frauenthemen. War ganz genau eingeteilt. Eine Frau hatte bei Männerthema nichts zu suchen, die Männer hatten bei Frauenthemen nichts zu suchen. Ja, hier in Europa schon ein bisschen anders. Und die ist ein bisschen vermischt und ist auch
auch ganz angenehm, dass man auch mal über was anderes sprechen kann. Der Buddha empfiehlt ja, edle Freunde zu haben, die auch an der Entwicklung interessiert sind, an ihrer eigenen, auch an der Welt, an philosophischen Dingen. Und da hat man durch diese Gespräche auch Freude. Wenn man mit denen zusammen ist, ist Freude. Wenn man sich verstanden fühlt von anderen, ist Freude. Dass man mal das sagen kann, was man wirklich interessant findet und nicht, dass man so dieses oberflächliche Gespräch so mitmachen muss. Man kann allerdings auch übertreiben und dann so, wenn man denkt, das ist ein bisschen zu oberflächlich, dann gleich so, also ein bisschen hochmütig darüber sich erhaben fühlen und das auch so ein bisschen zeigen. Das ist kein Metta. Also so geht es auch nicht. Man muss auch aufpassen. Und belehren andere. Sehr aufpassen. Sogar in der Familie muss man da aufpassen. Sehr aufpassen. Wenn dieses Belehrende zu sehr so in den Vordergrund stellt. Nur wenn jemand fragt, dann kann man was erzählen. Kann man auch Rat geben. Das Beste ist noch, den so ein bisschen abfragen, bis der selbst so in die Richtung kommt. Und da habe ich ja sowas Tolles gelernt, mal. Ich habe mal Coaching mal mitgemacht und das fand ich toll. Coaching fand ich toll. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ich dachte so, Supervision und immer so die Leute beisammen und jetzt gucken, was da so los ist. Nein, und das waren so, der hat dann gesagt, so drei Methoden, die auch mit dem, der selber macht, nämlich auch, ist im Buddhismus sehr interessiert, ist an Meditation sehr interessiert und so Themen, oder so die Methoden, die in diese Richtung passen. Und er sagte, ich erzähl mir das doch mal und erklär mir das. Und er hat es gleich an mir, sagte, wenn du willst, mache ich mit dir mal ein Coaching, damit du siehst, wie das wirklich ist und nicht so Theorie drüber. Ne? Sauber fand ich das. Da wurde gefragt und immer noch mal, und ich dachte, ich habe es doch schon gesagt. Nein, beim noch nicht genug. Also sag mir mal genauer, was du wirklich willst. Willst du das wirklich? Oder ist es eine Fantasie? Oder stimmt das auch und ist genau, also jetzt definiere das noch mal ein bisschen genauer, noch mal ein bisschen enger, noch mal ein bisschen so in die Art, bis ich drauf kam, was ich wirklich will. Bis ich drauf kam, wie ich das wohl wirklich machen könnte. Es wurde immer einfach gefragt. Und ich sagte auch, ja, was erwartest du eigentlich von mir? Nur, dass du mir hilfst. Reicht nicht. Oh nein. Was genau soll ich jetzt eigentlich für dich machen? So geht es immer, dass man immer wieder so drauf hingewiesen wird. Finde ich eine tolle Methode, dass man selbst drauf kommen muss. Es geht nicht, dass einem der Ratschlag gegeben wird, sondern es geht darum, ich muss so genau hinschauen und nochmal nachschauen und nochmal nachschauen, bis ich wirklich weiß, was ich will, wie ich da hinkomme, was ich als nächstes tun kann und dann auch schauen, ja, wie sieht es aus, wenn ich das denn erfüllt habe? Auch das mal genau anschauen. Es sind Dinge, die gut sind und ich würde sagen, das passt zum Buddhismus in das weise Besinnen. Passt durchaus da hinein. Und das hat mir viel Spaß gemacht und da habe ich gesagt, du, das erzähl mir noch ein bisschen mehr drüber. Jetzt haben wir da so einen Deal gemacht. Ich zeige ihm mehr von Meditation, er zeigt mir von Coaching. Und so ist das gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also solche Sachen kann man ja mal probieren. Ja, also dass man sich selbst auch Freuden bereitet, sieht, wo Freuden sind und sich bereit mit Freunden, aber auch ohne. Man, alles, was heilsam ist, kann einem Freude machen. Alles. Und auch am Essen kann man sich freuen. Wir haben früher einen Essensspruch gehabt, den wir immer nachsprechen mussten. Ich esse diese Mahlzeit mit Achtsamkeit. Nicht zur Verschönerung, nicht zum Vergnügen, sondern nur um diesen Körper am Leben zu erhalten.
Da habe ich immer gedacht, eigentlich schade. Das gute Essen, ich möchte es genießen, ich möchte mich dran freuen, nur nicht dran haften. Nicht denken, ich muss viel und mehr haben. Und auch das Haften geht ja auch so, dass man sofort schon wieder überlegt, ja, was könnte davon besser sein oder gerade sehen, was zu Ende geht schnell, ich muss auch noch was kriegen und solche Sachen. Die können ja alle drin enthalten sein. Das ist wahr. Also, dass man das, was man sich nimmt und was man hat, auch wirklich genießt. Und das mit all seinen Sinnen. Essen, wenn man rausgeht, die Luft, wenn man was Schönes sieht, das Sehen, seine Sinne aufmachen und sich freuen am Jetzt, am jetzigen Moment, alles, was es gibt. Und das heißt im Jetzt leben. Genießen, wirklich genießen, heißt im Jetzt leben. Und die Genießer, wo man immer von Genießer spricht, die überlegen immer, was sie als Nächstes schon noch mehr machen können. Das ist nicht genießen, das ist in der Zukunft sein. Genießen ist das Jetzt annehmen und voll drin sein.